Daniel erzählt euch jetzt noch ein bisschen was zu der Trage und wie man sie im Alltag anlegt und warum sie so ein toller Begleiter ist. Und ja, wir fangen einfach mal an. Als allererstes widmet man sich dem Steg. Der Steg ist stufenlos verstellbar und zwar mittels Klett an beiden Seiten. Und er wird genau so angepasst, dass er von Kniekehle zu Kniekehle eures Babys geht. In dem Fall ist unser Baby noch sehr, sehr klein und jung. Und deswegen wird der Steg schmal gestellt. Und wenn wir das Baby gleich drin haben, seht ihr, es passt genau vom Abstand. Als nächstes legt ihr die Trage oberhalb des Bauches an und schließt hinten im Rücken die Schnalle. Dann fest zuziehen, bis ihr das Gefühl habt, okay, es sitzt wirklich bequem und trotzdem fest. Und ihr nehmt euer Baby, legt es euch auf die Brust, schnallt gleich die Füßchen um die Hüften und nehmt das Rückenteil eurer Trage und schließt das Baby damit gemütlich und sicher ein. Dann werden die Gurte über die Schultern gelegt. Wir fangen jetzt an mit rechts und kommen dann mit links nach. Und wenn die Gurte hinten über dem Rücken liegen, nehmt ihr sie gleich mit einer Hand, zieht sie fest und legt sie über Kreuz, zieht sie wieder nach vorne und achtet dann dabei drauf, dass die Gurte unter den Füßchen des Babys langlaufen. Das ist deswegen so wichtig, weil wir auf gar keinen Fall Druck ausüben wollen auf das Baby und daher ist der Verlauf unter den Füßen optimal. Jetzt wird nochmal geknotet, um nochmal zu gewährleisten, dass es auch wirklich alles fest sitzt und das Baby gut eingepackt ist. Und dann führen wir die Gurte wieder hinten in den Rücken, um da dann den letzten Knoten zu machen. Und das Baby mit der Trage sicher und ja, geschützt und gemütlich tragen zu können. Zuletzt möchten wir nochmal auf die Kopfstütze eingehen. Sie ist besonders praktisch, weil man sie zusätzlich zum Stützen des Babyköpfchens sehr gut einrollen kann. Genau, vorher machen wir die Bänder auf, wo die Drückknöpfe dran sind, um die später zu befestigen. Jetzt rollt Danja die Kopfstütze ein. Ermöglicht so zusätzlichen Halt für das Babyköpfchen und schließt hinten mittels der Druckknöpfe an der Trage. Soll ich dir helfen? Das machen wir. Das kriegt man normalerweise auch super allein hin, das ist einfach ein bisschen Übung. Genau, und dann sieht man noch hier unterhalb der Kopfstütze, hier im Nackenbereich, kann die Stütze nochmal an den beiden Stellen verkleinert werden, größer gestellt werden, je nachdem, wie groß oder wie alt das Baby und